Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Portal Knights zusammen mit Kiyoshi Artworks. Hallo. Sie ist die Liebe, die mir immer den Kanalbanner macht, meine Avatare etc. Also ganz, ganz coolen Stuff. Und wir haben uns heute mal gedacht, wir schauen uns mal zusammen Portal Knights an. Yep. Dass wir das so ein bisschen anzocken. Genau. Weil Geschichte war ursprünglich, dass Kiyoshi ja, Minecraft spielen wollte im Endeffekt. Ja, aber was Spannenderes. Genau, was anderes, aber was halt ähnlich wie Minecraft ist. Genau. Und da habe ich halt gesagt, dann, wie wär's mit Portal Knights? Und das werden wir jetzt mal machen. Wir starten jetzt direkt mit der Charaktererstellung. Mhm. Und wir müssen dazu sagen, wir haben eben schon mal so ganz kurz reingeschnuppert. Genau. Es gibt halt hier, ihr könnt wählen, ob ihr eine Frau sein wollt oder ein Kerl. Wir beide haben gesagt, wir sind ein Kerl. Genau. Und dann gibt es hier drei verschiedene Charakterklassen. Und zwar könnt ihr einmal der Krieger sein, der Waldläufer oder auch der Magier. Mhm. Und ich sag mal, also hier ist das der klassische Krieger halt, hier mit mächtigen Schwert- und Axtangriffen. Ihr habt mehr Lebenspunkte und teilt logischerweise höheren Nahkampfschaden aus. Oder beim Waldläufer, ja, der klassische Legolas, kann ich jetzt mal sagen. Höhere Geschwindigkeit, bessere Beweglichkeit, höheren Distanzschaden. Und der Magier hat mehr Mana-Punkte und verteilt höheren Zauberschaden. Und ich werde den Waldläufer nehmen und Kiyoshi den Magier, ne? Yep. So. Und dann gibt es hier ganz, ganz viel, was man einstellen kann. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil wir das schon einmal gemacht haben. Ich zeige euch aber selbstverständlich die ganzen Frisuren und Bärte etc., dass ihr das einmal seht. Einmal schnell durchklicken. Aber diese zweite Rasterzopffrisur hat auch was, ne? Ja, die ist schon echt cool. Ja, aber dieser Undercut, der ist auch echt gut. Den werde ich auch wieder nehmen. Aber wie gesagt, diesen Rasterzopf, der hat auch etwas. So, das sind die ganzen Frisuren. Ich finde eigentlich relativ viele eigentlich, ne? Ja, die Frauen haben zwar dieselben, aber ich finde halt, man kann die auch geschlechtsübergreifend verwenden. Ja. Also ich finde jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie so, ja, zum Beispiel dieser Zopf da auch nicht. Ich finde, das kann sowohl Männer als auch Frauen tragen. Ja, finde ich echt süß gemacht. Ja. So, gucken wir uns einmal die Augen einmal durch. Mhm. Na, seh mich an. Wie der einfach eiskalt wegguckt. So. Ich hatte mich hierfür entschieden. Dann noch die Augenfarben. Und den Mund. So. Das wären sie. Ich nehme den hier. Ich habe irgendwie so einen kleinen Dämon, ne? Bei den Stimmen gibt es im Moment nur zwei. Die sich bei mir gerade irgendwie nicht mehr abspielen lassen. Bis eben ging das die ganze Zeit und jetzt will er nicht mehr. Na gut, sie unterscheiden sich eh nicht so sehr. Ich frage mich gerade, warum er das nicht abspielen will. Egal. Weiter. Könnt ihr schön euren Namen eingeben und erstellen. So, jetzt habt ihr hier euren Charakter. Ihr könnt auch mehrere erstellen, so wie ich das verstanden habe. Wir sind noch Stufe 0 und haben 0 Sekunden gespielt. Und hier könnt ihr halt Privatsphäre halt allein spielen, mit Freunden spielen oder halt lokal. Wir machen natürlich Freunde dürfen beitreten. Mhm. Drücken auf Start. Und erstellen eine neue Welt. Universum 1. Das ist so richtig, ne? Ja.
Hier steht 0 von 44. Ja. Richtig. Das ist richtig. Okay. Gut, dann mache ich Start. Hast du nicht gesagt, da kommt irgend so ein episches Intro? Episch nicht, aber ein Intro kommt nach dem schwarzen Bildschirm, ja? Bei mir nicht. Oh. wir müssen dazu sagen, boah, ich habe so einen Frosch im Hals, ne? wir müssen dazu sagen, das letzte Mal hat Kiyoshi halt die Welt erstellt und ich bin halt hier gejoint. Und diesmal haben wir halt gesagt, mach ich das? Damit wir halt dieses Intro drin haben. Aber bei mir kam halt nur dieser Schlauch, dass ich durch das Portal komme. Und bei dir war mehr? Du hast dich durch den Roboter angehört. Ich hab auch kein Intro gesehen. Aber ich schick dir das auf jeden Fall, damit ihr das auch sehen könnt. Und du hast dich kurz doppelt angehört. Ja. Weil du halt wieder gejoint bist. Ja. Wie gesagt, das ist normal irgendwie, wenn man jemand anderen joinen will, oder zumindest ist das bei uns irgendwie so, dann hört man den anderen kurzzeitig doppelt. Und es ist tatsächlich eine andere Welt. Ja. Na guck mal, da hinten ist das da. Ja, es ist echt anders diesmal. Ja, wie gesagt, wir haben noch nicht so viel gesehen, aber wir haben da ein bisschen was, wir waren ein bisschen zu voreilig. Ach, da ist diesmal jetzt auch eine Trainingspuppe. Ich denke, da kann man das Rollen dran üben. Ja, genau. Und wir waren halt so ein bisschen voreilig und dann hat man nicht alles gesehen. Und deswegen haben wir halt gesagt, fangen wir nochmal neu an. Genau. Und ja, wie gesagt, ihr seht schon, mit WASD kann man sich bewegen und mit B öffnet man seinen Rucksack. Dann können wir hier den Halsrank uns in die Leiste ziehen. Und mit der mittleren Maustaste können wir halt switchen in die First Person oder in die Third-Person-Kamera. Oder dann drücke die linke Maustaste, um einen Gegner mit deiner Waffe anzugreifen. Jetzt muss ich hier mal nur gerade irgendwie einen finden, oder zählt die hier auch dazu? Zählt auch, ne? Ja, großartig. Wir können Ziel wechseln, wir können auch die Kamera lösen, dann visiert er den nicht mehr an. Ach, jetzt kommt der Scheiß mit der Leertaste wieder. Aber an der Trainingsattrappe geht's einfach, ja. Ja. Weil die hatten wir in der letzten Welt nicht. So, und jetzt sollen wir drei Feinde umnieten. Das ist doch schon einer. Papagei. Genau. So, und ihr seht auch schon da unten meinen Bogen. Der nutzt sich auch mit der Zeit ab. Ich meine, es ist ja... Oh, wie der auf mich gefallen ist. Ich hab dich gerecht. Das ist nett. Oh, schon wieder. Manchmal visiere ich nur Sachen an, die ich nicht... So, ich habe sogar schon mal zwei... Also, schon mal genug Portalsteine. Muss aber noch einen Gegner killen. So. Und jetzt kommen wir nämlich... Ich gehe mal ein bisschen in Deckung, während du da noch... Jetzt können wir mit ihm nämlich hier unser... Ja, was ist das? Inventar im Prinzip aufrufen. Dann sind hier unsere ganzen Crafting-Sachen. Da haben wir hier den blauen Portalstein. Den können wir jetzt herstellen. Der wird dann hier jetzt gelagert und dann können wir uns auch in die Leiste ziehen. Das können wir hier alles dahin klatschen, wenn wir das nicht brauchen. So. Und wir müssen nämlich unser Portal wieder zusammensetzen. Sehen wir schon da hinten. Wie wir beide einfach eiskalten Frosch im Hals haben, ne? Ich bin ein bisschen erkältet. Ja, das kommt auch noch hinzu. So, dann können wir das hier einfach platzieren. Und so müssen wir im Prinzip jetzt erstmal das Portal zusammenbauen, bevor wir weitermachen können. Und ich sollte wieder meinen Bogen ausrüsten, weil sonst wird das nichts. Oh, warte ich. Ah. Hattest du noch einen Rest? Ich habe auch noch einen. Okay, dann gehe ich noch kurz einen umklatschen und hoffe, der droppt was. Ich habe nämlich noch einen
Eine Hälfte. Ich habe jetzt schon zwei Stück, also fehlt nur noch einer. Ah, okay, dann kann ich jetzt einen bauen. Sehr gut. Ich habe jetzt nämlich zwei. So, wie ihr seht, es blinkt hier auch schon so wunderschön auf, dass ich auch wieder was bauen kann. So. So. Und das Portal würde uns, wenn wir es sehen würden, halt in das nächste Level bringen, in die nächste Welt. Genau. Der Weg nach vorne ist nun frei. Da könnten wir jetzt durchgehen. Aber ihr seht ja schon, beendet die restlichen Aufgaben 0 von 3. Genau. Und jetzt wird hier eingeblendet. Das haben wir jetzt nämlich das letzte Mal übersehen. Also wir könnten jetzt durch das Portal gehen und dann wären wir hier fertig. Kämen aber, zumindest haben wir jetzt keine Möglichkeit gefunden, zurückzukommen. Genau. Und man kriegt halt hier durch die Abschnitte, indem man mit den Schildern redet, neue Quests, die wir hier erledigen müssen. Genau, wie zum Beispiel. Nee, sag ruhig. Wie jetzt zum Beispiel hier beim Steinbruch. Sollen wir Erze abfarmen. Und davon ist auch noch ein Haus. Ja. Genau, hier alte Mine. Mit einer Spitzhacke baust du Blöcke sehr viel schneller ab. Genau. Und hier steht es auch schon, da hat sich eben der Reiter sozusagen aufgeklappt. Baue einen Steinblock ab, indem du die linke Maustaste darauf gedrückt hältst. Stelle einen Stein, Spitzhacke her. Hey. Yay. Wie süß du damit aussiehst, genau. Oh, jetzt habe ich ihn ja wieder hingesetzt. Das habe ich ja gut gemacht. Okay. Was brauche ich denn für eine... Ich denke mal, dass wir auch Holz dafür brauchen, kann das sein? Guck mal, unter Crafting. Man braucht 4 Steinblöcke. Und 2 Holz dafür. Ja. Okay. Okay, dann muss ich erstmal noch Steinblöcke. Ich auch. Oh, du hast andere Haarfarbe. Ein bisschen dunkler jetzt, ja. Kleine Schritte. ich sehe schon, ich habe gerade die 4 Stück. Jetzt brauche ich noch ein paar Holzscheide. Falls ich nicht gesagt habe, mit Leertaste ist halt Springen relativ klassisch. Oh, man kriegt... Oh, ich habe direkt 3 Holzscheide und 1 Smaragdbaumsetzling bekommen. Cool. Kann ich den wieder... Ich kann den sogar drehen. Kann ich den hinklatschen? Ja, tatsächlich. Guck mal, ich habe den hier hingepflanzt. Cool. Und dann wo ist das Haus da oben? Da müssen wir zur... Ach, wir müssen erst die Workbench reparieren, glaube ich. Ich konnte mir jetzt die Steinspitzhacke machen. So, okay. Ah, das geht so. Kannst, okay. Ja, kannst du ganz normal craften. Okay. Ich sollte mir die aber vielleicht irgendwie mal noch darlegen. Manche Sachen gehen, manche Sachen gehen nicht ohne Workbench. So, wir sollen jetzt... Was damit abbauen? Ich glaube gar nichts, wir sollten nur die Spitzhacke herstellen. Ich glaube irgendwas. Doch da, mit deiner Spitzhacke baust du Blöcke sehr viel schneller ab. Bei mir ploppt das da jetzt gar nicht mehr auf. Ja, ich denke, dass wir das jetzt auch getan haben und jetzt müssen wir hier... Meinst du? Aber das hat sich ja gar nicht wirklich gefüllt. Ich baue einmal kurz probeweise da ab. Mach das, einfach also ich hab das jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch das Haus. Oh, tatsächlich, da habe ich gerade nicht richtig hingeguckt. Ich hatte gerade irgendwie gedacht, das ist noch aufgeploppt, aber so. Du hast recht, das ist nur Bauernhaus und noch der Kerkerturm. Genau. Den habe ich gerade nicht richtig geguckt. Oh, das wollte ich nicht. Nein. Das hast du schön gemacht. Total. Repariere die kaputte Werkbank, indem du sie aufrüstest. Erstelle einen Späherkittel an der Werkbank. Friedliche Hügel, Baumwollfarm. In der Baumwollfarm stellen die Portalritter ihre Rüstung und Kleidung her. Natürlich. Natürlich. So, das ist ja das gute Stück. Was braucht's denn? Oh, 4 Holzscheite. Ich hab einen. Ne, 2. Ich hab genug. Okay, dann klatscht man rein. Oh ja. Yeah. Oh. Ich wollte eigentlich... Wie benutze ich das denn? Magierrobe, cool. Ach da, mit... Nee. Braucht man Baumwollstoff für? Ach da, F. Erstellt Lehrlingsmagierroben. Ah, der Speerkittel. Ich brauche dafür Baumwollstoff. Ach, wir können nicht gleichzeitig daran sein. Ah. Ah, okay. Wir brauchen Baumwollstoff. Ja. Wo kriegen wir das denn her? Das ist, glaube ich, irgendwo so eine Plantage.
Das muss man für den Tor machen, den habe ich, glaube ich, noch nicht. Oh, das hier, hier. Ach, die Viecher sind wieder da. Nein. Hier direkt im Garten. Ja, schee. Aua, du machst das schon. Total. Ich gehe hier schon mal craften. Ja, reagier einfach nicht auf meine Hilferufe. Ne, Moment, ich brauche erst noch Baumwollstoff. Wo habe ich denn... Kommst du klar? Mhm. Okay. Ich kann einen Schleifstein... Wo kriege ich denn Baumwollstoff? Wo crafte ich mir das denn? Kleiner Halsrank, Feuerstelle, Fackel... Baumwollstoff! Ah! Man braucht 4 Stück für eine Baumwolle. Ach, verdammt. Ich baue immer irgendwas Sachen weg. Okay. Ich verstehe. So. Baumwollstoff. Und jetzt kann ich das doch... Ja, habe ich doch. Hä? Wo ist das hin? Ist aber echt doof, dass man nicht gleichzeitig an die Werkbank kann, muss ich sagen. Jetzt muss ich nicht warten, bis du fertig bist. Aber weißt du, was mich verwirrt? Ich habe das eigentlich... Ich habe den... Warte, geh erst mal ran, wenn du gucken willst. Aber ich habe eigentlich das gecraftet. Mhm. Aber ich finde das jetzt nicht. Also nee, ich muss ja erst... Wo ist das hin? Ernst gemeinte Frage. Muss ich gleich mal gucken, wenn du da fertig bist. So. Ich glaube, das ist im Aus... Hä? Wieso habe ich das denn jetzt? Hä? Nee. Lehrlingsmagierrobe habe ich jetzt. Ach, die lag da noch drin. Ist das deine? Ich glaube ja. Mathe, wie... kann ich das so rausschmeißen? Nee. Vor allem bei mir steht noch, ich soll noch die Speerkittel. Aber mein Baumwollstoff ist auch nicht da. Obwohl ich den gecraftet habe. Das ist ein bisschen komisch. Vor allem jetzt ist meine Robe wie. Ja, warte, vielleicht, ich muss nochmal gucken, ob ich dir die vielleicht irgendwie geben kann. Rechtsklick? Nee. Ja, toll, ich kann ihn in den Müll werfen. Lege sie in die Aktionsleiste ab, um sie in der Welt zu benutzen. Kannst du dir das vielleicht in die Leiste legen und dann einsetzen? So, jetzt habe ich es in der Leiste. Guck mal, ich habe es auch in der Hand. Kann ich das hinterlegen? Ja. Nee, Rechtsklick auch nicht. Vor allem, weißt du, was ja merkwürdig ist? Ich habe eigentlich diese Baumwollen gecraftet, aber die sind nicht mehr da. Oder habe ich die jetzt? Ich kann ja auch nicht das... Warte, kann ich das hier irgendwie reinlegen? Also, ich habe noch einen Ballen. Ja, versuch mal, das da reinzulegen. Nee, dann kann ich nur irgendwie craften. Warte mal. Ich da reingehe. Vor allem, wo ist meine Baumwolle hin? Das Werkbank aufrüsten. Vor allem, jetzt ist er ja gar nicht mehr genug. Was zum Henker? Läuft gut. Es ist echt blöd, dass man da nicht zusammen ran kann. Vor allem, jetzt habe ich deine Magierrobe. Verdammt. Man kann sich das bestimmt irgendwie geben. Ja, und ich verstehe nicht, weil ich habe mir den Baumwollstoff gecraftet. Aber jetzt ist er nicht da. Hä? Also ich habe jetzt noch einen Stoff übrig. Ich habe jetzt noch einen so ein Baumwollding. Aber es bringt mir ja nichts. Das läuft super. Ich will die Robe haben. Ja, ich will erstmal mein Baumwollding hier haben.
Leute, ich würde sagen, wir machen einfach erstmal einen Cut. Wir haben jetzt 20 Minuten. Wir gucken jetzt einfach hier nochmal. Genau. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat, obwohl jetzt irgendwie dieser kleine Fail da ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.